Wir brauchen das Pizzateig, Wasser, Mehl, Hefe, Salz, Olivenöl. Und dann kommen die Zutaten. Mozzarella, Buffalo-Mozzarella, Scampi, Champignons und trockene Tomaten und Rucola dazu. So, wir machen jetzt die Hefe, die Hälfte. Salz und Olivenöl. Erstmal umrühren, bis wann diese alles schmelzt. Und danach, ich mache die Mehl in die Maschine. Und jetzt mache ich die Sachen rein. Und jetzt mache ich schon die Klappe zu und mache ich an. Und lasse es laufen jetzt. Von diesem Teig muss 5 bis 7 Minuten lassen. Weil wird schön, wenn man lässt so viel drehen und drehen und drehen, das verbrennt. Das muss nicht sein. Weil wir wollen eine schöne Pizza machen, eine schöne Crust. Und deswegen, weil ein Teig muss, wenn Kugel wird gemacht, muss so wie eine Volumen, richtig Volumen da drin sein. So wie eine Rose aufmachen. Und dann mit Handarbeit. Gar nichts anders. Nicht mit die, nicht mit gar nichts. Immer mit Hand. Weil es am besten schmeckt, ist natural. So, die Teig jetzt habe ich schon fertig gemacht. Ist schon fertig. Jetzt kann ich rausholen. Und ich zeige euch, knete ich. Und dann jetzt hole ich raus von der Maschine, Teigmaschine. Und lasse ich bis morgen früh. Und dann morgen früh, die sehen Sie morgen und ich mag die schönste Pizza von Hannover. Das ist die Teig von gestern. Was habe ich gestern gemacht? Nicht so lange zu warten. Unsere schöne Kunde. Und ich wollte eine Pizza zeigen, wie eine schöne Pizza macht. Wenn ich das darf. Ich mache Mehl. Aber nur mit Hand. So, nur mit Hand. So, bisschen Öl, ganz wenig, immer wenn so, bisschen schieben und dann ziehen, bisschen Löcher, weil kommt die Luft. Tomatensauce, alles natural, das wird gemacht mit Knoblauch, Olivenöl, Pfeffer, Salz, Basilikum und dann Rührmaschine. Nicht gekocht, gar nichts. Alles natural, nichts irgendwas anderes rein zu tun. Jetzt mache ich eine Pizza Bernini. Tomaten, ganz wenig Käse, normal Pizzakäse. Schöne frische Buffalo Mozzarella. Und dann habe ich hier Scampis. Und dann habe ich frische Champignons. Und jetzt mache ich einen Backofen für 3-4 Minuten. Und dann kommt noch was dazu. So, jetzt hole ich die Pizza raus. Meine schönste Pizza von Hannover. So. Jetzt so muss eine Pizza sehen. Von vorne und hinten. Jetzt mache ich auf Teller. Ich mache ein bisschen trockene Tomaten. Ein bisschen Rucola dazu. Nicht viel. Und frische Parmesan. Das ist unsere Pizza von Bernini. Von diesem Teig, was habe ich gestern gemacht? Das ist die Pizza. Knusprig, schön und frisch. Frische Zutaten. Frische Zutaten sind das. Sind Tomate, Soße, Buffalo Mozzarella, ganz wenig normale Käse, Scampi, Champignons, zum Schluss trockene Tomate, Rucola und Parmesan. Und ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich bedanke mich. Alle Gastgeber und Rezepte
unter www.topfgucker-tv.de.